Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ganz herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Physik im Theater. Es ist lange, lange her, dass wir hier zusammen waren. Vielleicht einige von Ihnen, Ende November war es. Und tatsächlich, der Vortrag heute Abend musste dreimal terminiert werden. Das ist der dritte Anlauf, aber heute klappt es. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir langsam so den Ausstieg hoffentlich aus dieser Pandemie finden. Wir haben zwei Ehrengäste heute Abend, die ich begrüßen möchte, besonders aus dem Ministerium. Das Ministerium wird ja immer kürzer mit jeder Legislaturperiode. Das heißt, das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit, aber natürlich besonders wichtige Bereiche, die da jetzt gebündelt werden. Frau Dr. Carola Zimmermann und Herr Dr. Kuchter, herzlich willkommen Ihnen beiden. Und Sie sind uns sehr verbunden über die Jahre, das wissen wir sehr, sehr zu schätzen, natürlich mit unserem Exzellenzklasse. Ich möchte auch begrüßen die Studierenden des Exzellenzstudiengangs Q+ an der Uni Mainz, die uns auch jedes Mal willkommene Gäste sind. So, das Thema heute Abend lautet Schnappschüsse aus dem frühen Universum. In seinem bereits 1977 veröffentlichten Bestseller »Die ersten drei Minuten« hat der berühmte Physiker und spätere Nobelpreisträger Steven Weinberg beschrieben aus Sicht der damaligen Teilchen- und Neutronenphysik, wie sich das Universum nach dem Urknall über die ersten Minuten entwickelt hat und wie die ersten Atomkerne entstanden sind. Das ist also eine interessante Sache, dass man mit der Physik zurückschauen kann und zurückrechnen kann, was passiert im frühen Universum. Warum ist das so? Das ist so, weil die Astrophysik uns erlaubt, in die Vergangenheit zu sehen. Denn wenn Licht von fernen Quellen zu unseren Teleskopen auf der Erde kommt, dann braucht es dafür Zeit. Zum Beispiel vom Mond zur Erde 1,3 Sekunden, das geht ganz schnell, von der Sonne schon über 8 Minuten, vom Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, immerhin schon 26.000 Jahre. Und wenn Sie sich erinnern an den letzten Vortrag im November letzten Jahres, Heino Falke hat uns gezeigt, das erste Bild eines schwarzen Loches im Inneren unserer Nachbargalaxie, von Andromeda. Das Licht für dieses Bild brauchte 2,5 Millionen Jahre zur Erde. Das heißt, wenn wir dieses Bild sehen, sehen wir dieses schwarze Loch oder der Kranz, der es umgibt, vor 2,5 Millionen Jahren. Ist es heute noch da? Wir wissen es nicht. Ja, wir wissen nur, dass es vor 2,5 Millionen Jahren dieses Licht ausgesandt hat. Jetzt sind 2,5 Millionen Jahre auf der Zeitskala des Alters des Universums relativ wenig, 14 Milliarden Jahre ist das Universum alt. Aber tatsächlich das Licht der entferntesten Quellen, die wir mit optischen Teleskopen sehen können, wurde nur 380.000 Jahre nach dem Urknall ausgesandt. Wir können also wirklich mit Teleskopen bis 300.000 Jahre nach dem Urknall zurückschauen. Was hat man dabei entdeckt? Das ist die sogenannte kosmische Hintergrundstrahlung. Die wurde zufällig übrigens entdeckt, 1964, von zwei Technikern, die eine besonders empfindliche Antenne kalibriert haben, aufgebaut haben, um Experimente mit Erdsatelliten durchzuführen. Und da gab es ein Rauschen, was sie nicht kontrollieren konnten. Das hat sich letztendlich herausgestellt als diese Hintergrundstrahlung. Dafür gab es einen Nobelpreis. Den haben sie verdient, aber nicht geplant gehabt, will ich mal so sagen. Und diese Strahlung hat man in den letzten drei Jahrzehnten ganz, ganz genau vermessen und hat daraus wahnsinnig viel gelernt über das Universum, insbesondere, dass es da dunkle Materie gibt, dunkle Energie gibt, all diese Dinge, über die Frau Dunke reden wird. Und das hat das sogenannte Standardmodell der Kosmologie etabliert und bestätigt, mit dem man mit einer Handvoll von Parametern im Wesentlichen die Entwicklung des Universums vom Anfang bis heute nachvollziehen. Nun gibt es neben dem Licht zwei weitere Proben, mit denen man das Universum erforschen kann. Das sind einerseits die Neutrinos, die sogenannten Geisterteilchen, und dann die Gravitationswellen, erst 2015 entdeckt. Wenn Sie häufiger zu Gast sind bei uns, werden Sie sich erinnern, dass wir Vorträge zu beiden Themen hatten. Wir waren also da immer ganz direkt am Ball, wenn neue Entwicklungen aufgetreten sind. Und Frau Dohmke wird uns heute Abend auf eine Zeitreise mitnehmen, zurück zu den Anfängen des Universums, wirklich ganz an den Anfang heran, und sie wird uns schildern, welche erstaunlichen Entdeckungen man gemacht hat, mit Hilfe dieser drei Proben, die wir heute haben, Licht, Neutrinos und Gravitationswellen. Frau Dohmke hat in München Physik studiert, sowohl an der Technischen Universität als auch am Max-Planck-Institut.
Sie hatte dann Forscheraufenthalte in Trieste, in Italien, in Paris, ist zurückgegangen ans DESI. Sie hatte vorher auch am DESI promoviert, 2013. Ist also noch eine sehr junge Wissenschaftlerin, dennoch sehr hoch dekoriert. Sie hatte bereits wichtige Preise gewonnen. Insbesondere wurde sie zum Mitglied der Jungen Akademie der Wissenschaften gewählt, 2018. Und sie ist auch Projektleiterin eines Teilprojekts im Exzellenzcluster Quantenuniversum der Universität Hamburg. Wir hätten Frau Dohmke sehr, sehr gerne nach Mainz berufen vor einem Jahr. Sie hatte aber ein besseres Angebot. Sie hatte tatsächlich viele bessere Angebote und sie ist am Ende gegangen zum CERN 2020, wo sie seit einem Jahr tatsächlich in der höchsten Funktion sozusagen als leitende Wissenschaftlerin ist. Und das ist eine ganz herausragende Position und da kann sie sich auch ganz der Forschung widmen. Und ihre Forschung bewegt sich im Grenzbereich der Kosmologie und der Elementarteilchenphysik, also gerade diese Themen, über die sie heute auch vortragen wird. Sie werden wie immer im Anschluss die Gelegenheit haben, Fragen zu stellen an Frau Dohmke. Das ist ja bei uns Tradition nach dem Vortrag. Und machen Sie davon Gebrauch, Sie können keine dummen Fragen stellen, es gibt ja nur dumme Antworten. Die Fragen sind immer sehr gut und wir haben ja schon ganz wunderbare Fragen erlebt, die wir uns selber gar nicht ausdenken können. Also ich wünsche Ihnen und uns allen einen sehr spannenden und unterhaltsamen Abend. Schnappschüsse des Universums mit Valerie Dohmke. Bitte schön, Valerie. Ja, danke sehr. Danke sehr für die Begrüßung, die Einführung und auch freue mich sehr, dass Sie heute alle hier sind. Ich möchte Sie heute mitnehmen auf eine Zeitreise in die Frühgeschichte unseres Universums. Und mit Frühgeschichte meine ich wirklich Frühgeschichte, bevor es Menschen auf diesem Planeten gab, sogar bevor es diesen Planeten gab, bevor es die Sonne gab. Wir wollen also diese ganz, ganz frühe Zeit zurückgehen und ich möchte Ihnen dabei vor allem nahebringen, woher wir überhaupt unser Wissen haben von dieser frühen Zeit, weil war ja keiner da, der das irgendwie hätte festhalten können. Ich möchte anfangen damit, wie das Universum heute aussieht. Heute ist das Universum eigentlich größtenteils leer. Es ist nicht den Eindruck, den ich heute hier kriege, es ist nicht den Eindruck, den ich in der Straßenbahn heute bekommen habe, aber global gesehen ist das Universum eigentlich größtenteils leeres Vakuum mit nur ganz vereinzelten Klumpen von Materie mit Sternen oder Planeten. Das Universum ist auch sehr kalt, minus 270 Grad Celsius. Und es ist inhomogen. Inhomogen in dem Sinne, dass es quasi Stellen gibt, wo sehr viel Materie ist, wie in einem Stern, und Stellen, wo es sehr wenig Materie gibt. Und die Materie, wie Sie heute kennen, alles, was wir quasi heute im Universum sehen und beschreiben können, besteht aus Atomen, Molekülen, Sachen, die man quasi im Chemie- oder im Physikunterricht der Schule lernt. Und es gibt eine wichtige Eigenschaft von unserem Universum und das ist, dass es expandiert. Es wird ständig größer. Und das wissen wir ungefähr seit knapp 100 Jahren. Hier ist eine berühmte Messung von Hubble. Der hat festgestellt, dass je weiter hier auf der X-Achse, je weiter die Galaxien von uns entfernt sind, desto schneller bewegen sie sich weg von uns. Und dafür kann man sich jetzt zwei Erklärungen vorstellen. Man kann sagen, okay, vielleicht ist unsere Erde an einem sehr, sehr speziellen Punkt irgendwie im Mittelpunkt des Universums. Oder aber wir stellen uns das Universum vor, vielleicht wie ein Rosinenkuchen mit ganz vielen Rosinen, der aufgeht, dieser Teig geht auf und aus der Sicht jeder einzelnen Rosine bewegen sich dann Rosinen, die weiter weg sind, immer schneller weg. Das heißt, alles dehnt sich homogen aus. Aber einfach dadurch, durch diese Ausdehnung und dadurch, wie man das vermisst, scheint es so, als würden Sachen, die weiter weg sind, sich immer schneller wegbewegen. Wenn wir dieser Erklärung folgen, dann heißt es, dass das Universum zu einem frühen Zeitpunkt viel kleiner gewesen sein muss und dementsprechend, und das ist ein Effekt, den kennen Sie vielleicht vom Fahrradreifen, wenn ich ein Gas zusammendrücke, wenn ich den Fahrradreifen aufpumpe, wird es heiß. Wenn ich das die Luft herauslasse, wird das Ventil kalt. Und genauso ist es im Universum. Und deswegen denken wir, dass das Universum zu einem frühen Zeitpunkt sehr klein war, sehr heiß war.
Und in dieser heißen Ursuppe von einem fast homogenen Plasma lag dementsprechend war so viel Energie, dass die Moleküle quasi auseinandergerissen wurden und alle Teilchen wirklich in ihren elementaren Bauteilen vorhanden waren. Und diese elementaren Bauteile ist quasi unser heutiges Verständnis vom Standardmodell der Teilchenphysik. Das heißt, die Geschichte des frühen Universums ist auch eine Geschichte, wirklich diese elementaren Bauteile der Materie zu verstehen. So, das ist jetzt ein sehr einfaches Bild, was ich hier zeichne. Meine Kollegen in Berkeley haben dieses Bild mit viel, viel genauer gemacht. Aber im Prinzip ist es das Gleiche. Ne? Wir sehen hier links das im Bild vom Universum zu sehr frühen Zeiten und rechts das Universum zu späten Zeiten. Und diese ganzen Bilder dazwischen stellen irgendwelche wichtigen Ereignisse in der Geschichte unseres Universums dar. Aber jetzt ist natürlich schon die Frage, woher wissen wir das eigentlich? Woher konnten die dieses Bild malen? Woher verstehen wir diese verschiedenen Etappen zurück 13 Milliarden Jahre bis zu dem Anfang oder bis kurz nach dem Anfang des Universums? Und dazu möchte ich drei quasi Schnappschüsse darstellen, also drei Momentaufnahmen des Universums, die wir dadurch kennen, dass es irgendeinen physikalischen Prozess gab, den wir verstehen und den wir glauben zu verstehen, und indem wir quasi das Ergebnis dieses physikalischen Prozesses heute auslesen, können wir etwas sagen über diese Momentaufnahme zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Und dazu möchte ich als erstes über die kosmische Hintergrundstrahlung reden. Das wird der größte Teil des Vortrags sein. Und dann möchte ich aber darauf eingehen, auch auf die Entstehung von Galaxien und auf Gravitationswellen. Fangen wir an mit dieser kosmischen Hintergrundstrahlung. Und jetzt hat Matthias ja ein bisschen gespoilert. Ich möchte die Geschichte trotzdem nochmal erzählen, weil sie ist so schön. In den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts an der US-Ostküste hat man ein neues Radioteleskop gebaut. Und die Idee mit diesem Radioteleskop war gar nicht, irgendwelche Grundladungsforschung zu betreiben oder das Universum anzuschauen. Die Idee war, Funkkommunikation zu verbessern. Ja, weil die Erde ist gekrümmt und man dachte sich, okay, es gab dieses Projekt Echo, man tut quasi einen reflektierenden Ballon in die Erdatmosphäre und dann kann man quasi von einem Kontinent diesen Ballon anstrahlen und es prallt ab und man kann es dann auf dem anderen Kontinent auslesen und kann so transatlantisch kommunizieren. Um das zu machen, brauchte man ein neues Teleskop und man hat quasi das bis dahin leistungsstärkste Radioteleskop gebaut. Das sieht man hier links mit diesen zwei Herren hier als führenden Wissenschaftlern. Und dann ging es in Betrieb und es war aber einfach nicht so gut, wie es hätte sein sollen. Also es gab einfach kein Hintergrundrauschen, man hat das nicht weggekriegt und man hat sich gefragt, was ist hier los, warum funktioniert unser Teleskop nicht so gut, wie wir das eigentlich gerne hätten. Und da gab es verschiedene Theorien. Das ist ja gut, vielleicht ist es irgendwie die Großstadt, die war zwar eine Weile weg aber, und nicht so laut wie heute, aber vielleicht doch. Man hat spekuliert, ob es die Sonne sein könnte, irgendwelche unbekannten Radioemissionen von der Sonne. Man hat überlegt, ob es vielleicht sogar die ferne Galaxie, der Kern der Galaxie wäre, der solche Geräusche verursachen könnte. Alle diese drei Sachen konnte man relativ schnell ausschließen, weil alle diese drei Sachen wären ja aus einer ganz bestimmten Richtung gekommen. Ja, man weiß, wo ist New York, man weiß auch, wo ist die Sonne, man weiß, wo ist das Zentrum der Galaxie. Aber dieses Rauschen, wenn man die Richtung von dem Teleskop geändert hat, hat sich an dem Rauschen nichts geändert. Es schien einfach von überall zu kommen. Es gab auch lange einen Verdacht, dass es die Tauben waren. Es gab eine groß angelegte Aktion, die Hinterlassenschaften im Teleskop zu beseitigen, das Nest zu beseitigen. Und den Tauben wurde kurzer Prozess gemacht. Es hat das Problem aber nicht gelöst. Ja, es war immer noch dieses Rauschen da. Gleichzeitig in Princeton, nur 60 Kilometer entfernt, gab es eine heiße Debatte, fast schon philosophisch, über die Natur unseres Universums. Und da gab es zwei zentrale Theorien. Die Steady-State-Theorie, die quasi gesagt hat, okay, alles ist irgendwie statisch, ist heute so, war immer so, wird immer so sein. Das war die konservative Theorie. Aber die waren so ein bisschen unter Druck geraten durch diese Beobachtungen von Hubble. Und deswegen gab es auch diese Big Bang-Theorie. Und die besagte, dass das Universum expandiert, dass es sich ausdehnt. Und dieser Name Big Bang, der wurde tatsächlich vergeben von den Steady-State-Anhängern, die gesagt haben, eure Theorie, die ist ja so verrückt, wie stellt ihr euch das dann vor? Da hat es am Anfang geknallt und da war das Universum da. Das ist ja so ein Schwachsinn. Das war also wirklich ein sehr kritischer Name für diese Theorie. Und diese Big Bang-Theorie, die hatte aber
eine zentrale Vorhersage, und zwar, dass es ein kosmisches Hintergrundrauschen geben sollte, als Relikt von dieser ganz frühen Zeit, von dieser Zeit, wo das Universum klein war, es heiß war, alles ein primordiales Plasma war. Das möchte ich kurz erklären. Und die Physik, die man dazu braucht, ist, man muss wissen, dass das Wasserstoffatom bei sehr hohen Temperaturen, oberhalb von ungefähr 3000 Grad Celsius, in seine Einzelteile zerlegt wird. Also sprich, dass die elektromagnetische Kraft, die das Proton und das Elektron zusammenhält, ist einfach nicht stark genug, um gegen einfach diese thermische Energie Stand zu haben. Und das, bei sehr hohen Temperaturen ist das Wasserstoffatom nicht mehr stabil. Das heißt, bei sehr hohen Temperaturen, das heißt zu sehr frühen Zeitpunkten im Universum, lagen Elektronen und Protonen als freie Teilchen vor, freie geladene Teilchen. Und das heißt, dass das Licht, die Photonen, da nicht frei sich durchbewegen konnten, sondern ständig gestreut werden. Das Universum war also nicht durchsichtig für Licht. Dann kühlte das Universum ab. Wir erreichen diesen kritischen Zeitpunkt von 3000 Grad Celsius. Und plötzlich werden die Wasserstoffatome stabil und neutral. Und das Licht kann jetzt ungehindert durch das Universum gehen. Das Universum ist jetzt durchsichtig für Licht. Das heißt, es gibt diesen ganz zentralen Zeitpunkt, das ist quasi unsere erste Momentaufnahme, bei einer ganz bestimmten Temperatur, die wir berechnen können, weil wir Wasserstoffatome einfach im Labor untersuchen können und auch berechnen können. Und das heißt, es gibt diesen Zeitpunkt bei 3000 Grad Celsius und da sollten quasi ganz viele Photonen zum allerletzten Mal gestreut haben und sich von dem Moment an quasi frei und ungehindert im Universum ausbreiten können. Das heißt, wir erwarten eine thermische Hintergrundstrahlung, die hat genau diese Temperatur, bis darauf, dass sie dann rot verschoben wird, also im expandierenden Universum wird die abgekühlt. Und die sollten wir heute noch sehen können. Und das war diese zentrale Vorhersage von dieser Urknalltheorie. Diese Strahlung haben wir gefunden. Das war nämlich genau diese Strahlung, die auch Penzias und Wilson quasi aus Versehen entdeckt haben. Das heißt, hier sieht man jetzt eine genauere Messung, das ist der COBE-Satellit aus den 90er Jahren. Der hat quasi hier vermessen, genau dieses Spektrum dieser primordialen Strahlung, die roten Punkte sind die Datenpunkte, die blaue Kurve ist quasi genau, beschreibt die Art von Kurve, die man erwarten würde für so ein thermisches Spektrum. Und hier links, der gelbe Balken, den ich hier so ein bisschen per Hand dazu gemalt habe, das ist quasi das, was Penzias und Wilson gefunden haben. Das heißt, das war quasi der erste Hinweis, dann als man wusste, wonach man sucht, konnte man dann später das natürlich noch sehr viel genauer vermessen. Das heißt, das war quasi der erste Augenblick, wo man diese Hintergrundstrahlung gesehen hatte. Und man konnte vor allem aus der Form von dieser Kurve konnte man ablesen, was ist die Temperatur von dieser Strahlung heute. Es ist minus 270 Grad Celsius. Das kann man dann vergleichen mit den 3000 Grad Celsius, wo man weiß, dass diese Strahlung entstanden ist, weil man die Physik da verstanden hat. Und dann kann man ausrechnen, wie viel Expansion gab es in dem Universum seit diesem Zeitpunkt. Und das ist einer der Gründe, weswegen wir so genau sagen können, wie weit oder wie sehr sich unser Universum ausgedehnt hat seit diesem extrem frühen Zeitpunkt. Und bis vor kurzem hätte ich jetzt gesagt, das ist war eine fantastische Entdeckung und belohnt wurden nur die Experimentalphysiker. Aber jetzt, seit drei Jahren jetzt, muss man sagen, dass das auch der Herr Peebles 2019 einen Nobelpreis erhalten hat für seine Beiträge zur theoretischen Kosmologie. Das heißt, es gab auch hier eine späte Gerechtigkeit für alle Beteiligten, fast alle Beteiligten. So, das heißt, das waren die 90er Jahren. Inzwischen können wir das natürlich aber besser machen und wir wollen das mit irgendwie besserer Genauigkeit vermessen. Und da gibt es vor allem auch eine Sache, die kann man hier einfach qualitativ noch nicht sehen. Und zwar geht es darum, dass man zwar dieses Rauschen, auf den ersten Blick war es isotrop, also sprich es kam von allen Richtungen gleichmäßig, aber es kann nicht ganz gleichmäßig sein. Weil wenn es perfekt gleichmäßig wäre, würde es ja heißen, dass quasi dieses Plasma, diese Ursuppe, aus der das entstanden ist, dass das auch irgendwie perfekt gleichmäßig ist. Aber wenn es perfekt gleichmäßig ist und es kühlt ab, dann bleibt es einfach perfekt gleichmäßig. Und dann hätten wir heute keine Sterne, keine Galaxien, keine Planeten, sondern dann hätten wir heute einfach statt einer heißen Suppe hätten wir eine kalte Suppe. Ist aber nicht so. Das heißt, was muss passiert sein? Es muss irgendwelche ganz, ganz kleinen Inhomogenitäten, also ganz, ganz kleine bisschen Orte geben, wo ein bisschen mehr Dichte war, Orte, wo ein bisschen weniger Dichte war, kleine Klumpen in der Suppe.
Und diese Klumpen haben sich dann quasi über Zeit sind die gewachsen und bilden quasi die Kristallationskerne für Galaxien, die wir heute sehen. Das heißt, man wusste aus dieser Forschung, es sollte diese leichte Unebenheiten geben. Und man hat dann versucht, die zu vermessen. Und das ist gelungen, zum ersten Mal mit dem WMAP-Satelliten und später dann hier mit dem Planck-Satelliten. Und die konnten solche Karten machen, wo es quasi hier sieht man, dass diese Strahlungstemperatur vermessen wird. Und zu einem Teil in 10.000 gibt es diese ganz kleinen Fluktuationen. Also wo die Temperatur in den roten Punkten ein bisschen größer ist und in den blauen Punkten ein bisschen tiefer. Das heißt quasi, das sind diese kleinen Klumpen in der Suppe, die dann später zu den Galaxien auswachsen. Und jetzt können wir damit, aus diesem vorherigen Graphen konnten wir quasi ablesen, die Gesamtexpansion des Universums. Aus dieser Sache können wir noch viel mehr ablesen. Was man jetzt nämlich macht, was man als Physiker macht, ist, man nimmt sich dieses Bild und sagt, okay, das ist irgendwie eine Momentaufnahme, aber ich kann mir angucken, was gibt es für statistische Eigenschaften von diesem Bild. Und ich kann quasi dieses Bild umwandeln in so einen Graphen, wo ich jetzt hier zeige quasi als Funktion von einem bestimmten Abstand, wie wahrscheinlich ist es, einen Punkt zu finden mit der gleichen Temperatur, also einen Punkt zu finden mit der gleichen Farbe. Das heißt, ich kann quasi hier die Korrelation, nennt man das, bei verschiedenen Abständen, die hier als Öffnungswinkel aufgetragen sind, mir anschauen. Und da gibt es diese ganz charakteristische Kurve, wobei die roten Punkte sind die Datenpunkte und die grüne Kurve ist das Modell. Und das Wichtige an diesem Modell ist, dass es gar nicht von so vielen Sachen abhängt. Ja, das heißt, zu unserem Verständnis, was wir brauchen für dieses Modell, wir brauchen die Eigenschaften von dem Plasma, wir brauchen die Anfangsbedingungen für diese Fluktuationen, wir brauchen die Expansion des Universums seit der Entkopplung. Und wir müssen auch ein bisschen was wissen, ob wirklich diese Annahme richtig ist, dass das Licht überhaupt nicht streut seit diesem Zeitpunkt oder ob es dann doch noch zu späten Zeitpunkten ein bisschen Streuung gab. Und um das zu beschreiben, braucht man insgesamt nur 6 Parameter. Da möchte ich jetzt gar nicht auf alle Einzelheiten angehen, aber im Wesentlichen gibt es diese Eigenschaften des Plasmas, dazu muss man 2 Sachen wissen, man muss die Protonendichte wissen und die Photonendichte zu diesem frühen Zeitpunkt. Für die Anfangsbedingungen, das wäre ein separater Vortrag, muss man was wissen über kosmische Inflation für die Experten, das hat nichts damit zu tun, was Sie in den Nachrichten gerade sehen, das ist ganz harmlos. Man muss was wissen über die Gesamtenergie des Universums, weil das ist, was die Expansion antreibt, da kommen wir gleich nochmal dazu. Man muss was wissen über die Bildung, die Entstehung von Sternen und quasi die Reionisation von Wasserstoff, nochmal die Zerstörung von Atomen in Sternen, weil das dann nochmal zu geladenen Teilchen führt, die man dann wiederum das Licht streuen würde. Aber das sind nur 6 Parameter. Und wenn man jetzt schon mal versucht hat, wenn man nur 6 Datenpunkte hat und man versucht, ein 6-Parameter-Modell durchzufitten, das geht immer. Das ist keine Kunst, aber hier haben wir wirklich viele, viele Parameterpunkte und nur ganz wenig Parameter. Und es ist völlig nicht trivial, dass man das so gut hinkriegen kann. Aber wenn ich das mache und wenn ich mal meine Kurve gefunden habe, die hier so gut durchpasst, dann kann ich diese 6 Parameter ablesen. Und hier ist nun einfach, um ein bisschen so eine Idee zu geben, wie das funktioniert. Das ist jetzt so ein bisschen ältere Daten, aber also in Blau sind die Daten, in Schwarz ist wieder diese Fit-Kurve, die ist in allen 4 Panels gleich. Und jetzt ist quasi hier in jedem von diesem kleinen Bildchen ist eine von den Parametern variiert worden und das führt zu den bunten Kurven. Na, also wenn ich versuche, ich drehe irgendwas an der Gesamtenergie herum, dann kriege ich diese rote Kurve, die passt ganz klar nicht zu den Datenpunkten. Wenn ich hier an der Baryondichte rumschraube, also an der Dichte von den Protonen im Wesentlichen, kriege ich auch nochmal eine ganz klare Veränderung. Genauso, wenn ich an dem Anteil der dunklen Energie rumschraube, da kommen wir gleich dazu, oder zum Zeitpunkt der Reionisation. Und jede von diesen Änderungen führt zu ganz, ganz charakteristischen Änderungen der Kurve. Und so kann ich dann quasi am Ende sicher sein, dass die Kurve, die ich da finde, die dann wirklich durch die Daten passt, dass ich wirklich alle 6 Parameter gut bestimmt habe. Und als man das gemacht hat, hat man eine Überraschung gefunden. Man hat, was man erwartet hätte, ist,
Na gut, dass wir so diese Materie, die Protonen und die Elektronen, die man so kannte, dass man die finden würde. Man hat da auch schon erwartet, dass man ein bisschen dunkle Materie finden würde. Aber was man nicht erwartet hat, ist, dass man diesen riesigen Anteil dunkler Energie finden würde. Also, was wir hier sehen, hier in diesem Kuchendiagramm, ist quasi die Gesamtenergie in unserem Universum, wie die aufgeteilt ist auf die unterschiedlichen Bauteile. Das, was wir wirklich verstehen, ist das Gelbe. Ja, das sind 5%. Was wir so ein bisschen verstehen, ist das Blaue. Ja, das ist die dunkle Materie. Wir wissen, das ist irgendwas, das wirkt mit der gravitativen Anziehungskraft, ja, das heißt Gravitation wirkt. Das ist wichtig, um die Entstehung von Galaxien zum Beispiel zu verstehen. Wir verstehen nicht auf fundamentaler Ebene, was das ist, aber wir können es zumindest auch effektiv beschreiben, was es tut. Wir haben viele, viele Ideen, was es sein könnte. Wir wissen noch nicht, welche die richtige ist. Dann bei der dunklen Energie, da wissen wir wirklich nicht, was es ist. Und dieser Name ist einfach nur eine Parametrisierung von unserer Unwissenheit eigentlich. Aber dieses Ding, was wir nicht wissen, was es ist, macht 70% oder macht quasi 3/4 von der Energie in unserem Universum aus. Das ist schon ein bisschen frustrierend. Aber es ist auch irgendwie wichtig. Ne? Das ist, also wir haben gelernt, dass wir wissen, dass wir nicht wissen. Ne? Also es ist auch eine wichtige Lektion. So, das war also der Status. Nach WMAP oder so, ne? Also irgendwie Anfang des Jahrhunderts. Und jetzt haben wir das nochmal alles genauer vermessen und die Rätsel sind nicht weggegangen, die Rätsel sind nur noch mehr geworden. Und das ist jetzt wirklich quasi der aktuelle Stand Forschung heute. Was man hier sieht, ist die Expansionsrate des Universums. Die heißt Hubble-Rate in Ehren von dem Herrn Hubble, der diese Expansion zum ersten Mal vermessen hat. Und was man hier sieht, sind unterschiedliche Messungen in unterschiedlichen Farben, die zu unterschiedlichen Jahren durchgeführt worden sind. Das heißt, die Physik soll sich natürlich nicht verändern. Wir sollten da immer das Gleiche messen. Was natürlich passiert über die Zeit, ist, dass die Fehlerbalken kleiner werden. Das heißt, der Punkt hier ist immer der Messwert und quasi der Balken hier ist die Ungenauigkeit, das heißt, wie genau man das vermessen kann. Und Anfang des Jahrtausends sah alles noch wunderbar aus. Man hatte zwei Messungen und innerhalb der Fehlerbalken haben die ganz gut übereingestimmt. Fehlerbalken waren auch groß, alles kein Problem. Dann hat man das immer genauer vermessen und man hat gesehen, dass diese CMB-Messung, das ist quasi die, über die wir heute geredet haben, da wurden die Fehlerbalken immer kleiner und hat sich dann hier auf diesen Wert hier eingependelt. An sich kein Problem. Aber diese alternative Messung, die quasi eine direkte Messung ist, also quasi es ist ähnlich wie das, was Hubble ursprünglich gemacht hat, also eine direkte Vermessung von Galaxien und wie schnell die sich wegbewegen. Da wurden auch die Fehlerbalken immer kleiner, aber hat sich leider auf einen anderen Wert eingependelt. Und dann gibt es noch eine dritte Methode, die hat sich ganz demokratisch entschieden, einfach in der Mitte zu liegen, sodass wir heute nicht wissen, was ist die richtige Zahl. Und vor allem ist einfach nur eine der Messungen falsch, das kann sein. Oder steckt hier wirklich irgendwie eine komplizierte Physik dahinter, auch weil das hier quasi ist eine Messung, die findet quasi heutzutage statt, bei sehr späten Zeiten. Das hier ist eine Messung, ne, haben wir gesagt, findet vor langer Zeit statt, als das Universum noch sehr heiß war. Könnte also sein, dass da zu frühen Zeiten einfach andere Physik war, die wir halt so nicht kennen. Und das ist wirklich also eine offene Frage. Da wird aktiv geforscht. Und das, denke ich, ist was, da werden Sie sicherlich noch mehr von hören in den nächsten Jahren. So, damit möchte ich quasi diesen ersten Teil abschließen und einfach die wichtige Info ist, dass quasi diese Messung von dieser Hintergrundstrahlung, die hat uns unglaublich weit gebracht, sowohl in unserem Verständnis von der Kosmologie, von der Entstehung des Universums, aber auch unserem Verständnis von Teilchenphysik und unserem Verstehen quasi, was für Beiträge gibt es, was für Teilchen gibt es und wie quasi können die beitragen zu dem Gesamtbudget von der Energie in unserem Universum. Aber das ist nur eine Momentaufnahme. Die zweite Momentaufnahme, über die ich ganz kurz reden möchte, ist die Entstehung von Galaxien. Ich habe das ja schon angerissen, dass diese Klumpen in dieser Suppe, dass die irgendwie zur Entstehung von Galaxien führen sollten. Das war alles sehr, sehr qualitativ. Man kann das auch
viel quantitativer machen. Und was man hier sieht, ist einerseits eine Beobachtung, also hier diese blauen Regionen hier, das sind quasi Beobachtungen von Galaxien im Universum, quasi eine Beobachtung vom Himmel. Das heißt, je weiter ich hier außen bin, desto weiter weg bin ich vom Beobachtungspunkt. Und da kann ich quasi einfach mit vielen, vielen Teleskopen und langer Beobachtungszeit kann ich versuchen, so viele Galaxien wie möglich einfach aufzulösen und die quasi hier in diesem Entfernung versus Winkeldiagramm aufzeichnen. Und ich sehe so ein bisschen die Struktur. Ne? Also wir sehen hier irgendwie, es gibt diese Regionen, da ist das Universum ziemlich leer, das nennt man Voids. Und ich sehe Regionen, da quasi gibt es so richtig so Filamente, da klumpen sich die Galaxien. Und das sind also Daten, das ist beobachtet. Und dann kann ich aber auch hergehen und sagen, okay, ich mache eine riesige Simulation. Ich nehme Anfangsbedingungen, die sind quasi so, wie ich sie sehe, in diesem Schnappschuss von der kosmischen Hintergrundstrahlung. Also sprich, ich nehme statistische Eigenschaften, die entsprechen diesen Anfangsbedingungen. Und dann schalte ich Gravitation ein und lasse das einfach den Computer einfach simulieren, wie dieser Klumpungsprozess ablaufen soll. Ja, weil die Physik dahinter verstehe ich, die Physik dahinter ist im Wesentlichen nur Gravitation. Und wenn man das macht, und das ist hier in dieser Millennium Simulation, in einer riesigen Computersimulation gemacht worden, und dann kriegt man dieses rote Bild. Und man würde jetzt nicht erwarten, dass das wirklich 1:1, Punkt für Punkt übereinstimmt, weil das waren ja nur statistische Eigenschaften, die wir reingesteckt haben als Anfangsbedingungen. Aber ich würde erwarten, dass statistisch die beiden Ergebnisse übereinstimmen. Und das sieht man hier sehr, sehr gut eigentlich, dass es passt. Also so einfach von der Struktur her sehen diese Sachen wirklich sehr, sehr ähnlich aus wie diese Sachen. Und insbesondere kann man dadurch halt bestimmte Sachen ausschließen. Man kann ausschließen, dass es irgendwelche quasi Zusatzzutaten in quasi dieser primordialen Ursuppe gab, weil die würden halt in dieser Simulation anders eingehen. Und dann würde man quasi zu späten Zeiten eine andere Verteilung von Galaxien sehen, wie wir das heute sehen. Das heißt, auf diese Art und Weise kann man auch zu späten Zeitpunkten, weil die Entstehung von Galaxien passiert sehr viel später als diese Entkopplung von diesem kosmischen Mikrowellenhintergrund, hat man hier nochmal einen Schnappschuss, wo man quasi die Physik zu frühen Zeiten von dem Universum testen kann. So, jetzt sind wir quasi bei dieser kosmischen Mikrowellenstrahlung angefangen. Haben wir jetzt einen Schritt nach rechts gemacht, einen Schritt zu späteren Zeiten haben wir uns die Galaxienentstehung kurz angeschaut. Jetzt möchte ich einen großen Schritt nach links gehen, zu frühen Zeiten, weil da sind wirklich die Sachen, die wir wenig verstehen. Weil da reden wir jetzt wirklich über Physik bei sehr, sehr hohen Energien, so hohe Energien, die wir gar nicht erzeugen können irgendwie im Labor, und bei sehr, sehr frühen Zeiten. Und zu einem Zeitpunkt, wo das Universum gar nicht durchsichtig war für Licht, das heißt, da kommen wir mit Beobachtungen von Sternen, Beobachtungen von Photonen, kommen wir da gar nicht hin. Das heißt, diese ganz, ganz frühe Zeit, um da was zu lernen, da möchte ich mich jetzt diesen Gravitationswellen zuwenden. Und während diese ersten beiden Sachen quasi Geschichte sind, in dem Sinne von hier haben wir quasi, also natürlich immer noch aktuelle Forschung, aber quasi zentrale Sachen hier wurden schon beobachtet und sind schon ausgewertet worden, ist das hier wirklich irgendwas, was Neues, was exponentiell so noch nicht beobachtet worden ist, zumindest nicht diese Gravitationswellen aus dem frühen Universum. Das heißt, das ist was wir in den nächsten Jahren erwarten. So, was ist also hier? Also diese Gravitationswellen haben die Eigenschaft, also was sind Gravitationswellen? Sind quasi kleine Störungen in der Raumzeit, die entstehen, wenn ich irgendwelche sehr massiven Objekte habe oder wenn ich sehr, sehr hohe Energiedichten habe. Und diese Gravitationswellen, diese kleinen Störungen in der Raumzeit, können sich dann ausbreiten in der Zeit. Und die interagieren so, so schwach mit der ganzen restlichen Materie im Universum, dass sie quasi das ganze Universum einfach durchqueren können. Also sprich, das ganze Universum ist durchsichtig für diese Gravitationswellen. Und die können quasi hier ankommen beim Beobachter, können quasi 13 Milliarden Jahre einfach komplett frei laufen. Und wenn wir es schaffen, sie heute zu entdecken, sie auszulesen, können wir quasi lernen, was über die Produktionsprozesse im frühen Universum. Es ist natürlich so, wenn diese Gravitationswellen das ganze Universum durchlaufen können, ohne jemals gestört zu werden,
dann werden die mit großer Wahrscheinlichkeit auch einfach unseren Detektor durchlaufen, ohne sich groß um den Detektor zu scheren. Das heißt, man muss ein sehr, sehr gutes Messinstrument bauen, und das ist hier die Herausforderung, um diese Gravitationswellen überhaupt messen zu können. So, und genau, das ist das Ziel. Das Ziel ist also hier wirklich diese ganzen Fragezeichen zu beantworten. Wo wir da heute stehen, ist, dass wir Gravitationswellen gemessen haben. Das erste Mal direkt 2015 mit dem Instrument LIGO. Das ist also ein Michelson-Interferometer, was quasi die relative Entfernung von diesen 2 Kilometer langen Armen sehr, sehr genau vermessen kann. Und wenn hier so eine kleine Störung der Raumzeit, eine Gravitationswelle hier vorbeikommt, dann ändert sich die eine Armlänge ganz kleines bisschen im Vergleich zu der anderen Armlänge. Und das ist das Signal, wonach man sucht. Und so sieht das aus. Also hier sieht man dieses Signal, das man hier sieht, war eine Kollision von schwarzen Löchern vor 1 Milliarde Jahre. Und das Signal, das man sieht, das man gesehen hat, ist diese rote Kurve. Das heißt, man hat erst irgendwie so eine Oszillation gesehen, das waren die schwarzen Löcher, die sich umeinander gedreht haben. Und dann wirklich diesen Peak hier, wo die schwarzen Löcher kollidiert sind. So, und 1 Milliarde Jahre her, das klingt jetzt erstmal nach viel, aber in diesem Bild hier ist es gar nicht so viel, weil ich hier nämlich hier eine logarithmische Skala habe. Das heißt, 1 Milliarde Jahre ist immer noch ungefähr hier. Das heißt, wenn ich wirklich zu diesen frühen Zeiten will, brauche ich quasi noch bessere Sensitivität in den Instrumenten, die wir haben. Und das ist das nächste Ziel. Und die nächste Herausforderung. Und die nächste Herausforderung wird sein, nicht solche Signale zu messen, sondern solche Signale zu messen. Also sprich, statt einzelnen Signalen, die wir sehen, und dann ist wieder Ruhe, suchen wir quasi ein Rauschen, ganz, ganz ähnlich wie das kosmische Hintergrundrauschen, aber jetzt nicht in Licht, nicht in Photonen, nicht in Mikrowellen, sondern jetzt wirklich in Gravitationswellen. Also wir suchen quasi ein diffuses Rauschsignal in Gravitationswellen und wollen damit ganz, ganz ähnlich Physik machen, wie wir das mit dem kosmischen Mikrowellenhintergrund gemacht haben, und wollen quasi damit wirklich die allerfrühphase von dem Universum untersuchen. Und dann ein wichtiger Schritt dahin wird die ESA Mission LISA sein. Die soll in knapp 10 Jahren soll die fliegen. Das werden 3 Satelliten sein, die sich mit Lasern austauschen können, um so quasi die Entfernung von diesen Satelliten sehr, sehr genau zu vermessen. Im Prinzip ähnlich wie das Experiment LIGO, aber auf einer ganz anderen Skala. Also hier sieht man, das ist die Sonne, das ist die Erde, das ist der Mond. Und das ist das Instrument. Also quasi diese Satelliten werden einen Abstand haben von 2,5 Millionen Kilometer. Das ist deutlich größer als der Abstand Erde-Mond. Und die Herausforderung wird sein, quasi diese mit diesem Laser auf 2,5 Millionen Kilometer Entfernung quasi genau den anderen Satelliten zu treffen. Eine der Herausforderungen. Aber mit solchen Experimenten hoffen wir wirklich, hier Fortschritte zu machen und wirklich dieses ganz, ganz frühe Rauschen entdecken zu können. Und was man da sehen könnte, weiß man nicht. Es wird eine Überraschung sein, wie so vieles andere. Aber wir haben viele Ideen, was man sehen könnte. Wir haben viele Ideen für mögliche Modelle im frühen Universum, wo wir viele verschiedene Modelle haben, nicht wissen, welches ist das Richtige. Und einige dieser Modelle sagen solche Gravitationswellensignale voraus. Nicht alle. Und es gibt vor allem sehr viele einfachere, die sehr kleine Signale vorhersagen. Aber es gibt auch viele Modelle, die größere Signale vorhersagen. Und man könnte zum Beispiel haben, wenn man Phasenübergänge hat im frühen Universum, ein bisschen ähnlich wie so kochendes Wasser, kann man sich das vorstellen. Also wenn diese Suppe nicht sich einfach homogen abkühlt, sondern irgendwelche Phasenübergänge durchläuft, würde man was sehen. Es gibt auch Ideen, dass man quasi ganz so spaghettiartige Objekte kriegen könnte, die man mit Quantenfeldtheorie beschreiben kann. Oder es könnte sogar sein, dass es Quantenfluktuationen aus dieser ganz, ganz frühen Phase des Universums, aus dieser kosmischen Inflationsphase, dass sogar die ein Gravitationssignal hinterlassen könnten. Aber das weiß man jetzt alles noch nicht. Ne? Wir haben viele Modelle und sind jetzt darauf angewiesen, dass die Experimente uns sagen, welches davon sollten wir weiterverfolgen. Und damit, das ist vielleicht also die Frage. Ne? Die Frage ist,
Ist das nächste Hintergrundrauschen, das uns die nächsten 30 Jahre beschäftigen wird? Wir werden sehen, wir wissen es nicht. In dem Zeitpunkt und in dem Zusammenhang möchte ich auch auf Pedro Schwallers Physik im Theater Vortrag hinweisen, der jetzt vor, ich glaube 2020 war der, also vor einem Jahr ungefähr, vor zwei Jahren, der hat sich ganz intensiv mit diesem Thema beschäftigt und den finden Sie auch auf der Webpage. So, damit komme ich also zum Ende von meinem Vortrag und ja, ich denke, was ich Ihnen mitteilen wollte, ist, dass quasi wir diese Momentaufnahmen von Universum und insbesondere die Entdeckung von diesem kosmischen Mikrowellenhintergrund nutzen konnten, um wirklich ganz neue Erkenntnisse über unser Universum zu gewinnen. Wir haben nicht immer das gelernt, was wir erwartet haben, es waren viele Überraschungen dabei und wir können nur hoffen, dass es weiterhin so spannend bleibt. Und wir werden sehen, was die nächste Überraschung ist und wo die nächste Momentaufnahme herkommt. Vielen Dank. In das ganz frühe Universum und ja auch Forschung, die wirklich vor 10 Jahren noch unvorstellbar gewesen wäre, im Ende des Vortrages, gerade was die Gravitationswellen betrifft. So, jetzt haben wir viel Zeit für Fragen heute Abend. Ich möchte Sie bitten, jeweils zu warten, bis eine unserer Assistentinnen bei Ihnen ankommt oder oben im Rang unser Assistent mit den Mikrofonen, damit wir Sie alle hören können. Und dann wird Valerie versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen die Fragen zu beantworten. Ich sehe schon ganz viele Handmeldungen. Vielleicht beginnen wir mit den zwei Herren da auf der linken Seite in der Mitte vom Parkett. Genau. Ja, hier. Muss ich hier was machen oder höre ich? Werde ich gehört? Sie können die Maske abnehmen zum Sprechen. Ach so. Vielleicht. Dann können wir Sie besser. Werde ich gehört? Ja. Ja, schönen Dank erstmal für den tollen Vortrag, sehr eindrucksvoll. Ich habe folgendes Problem. Das Universum breitet sich nicht mit Lichtgeschwindigkeit aus, ist das richtig? Weniger als Lichtgeschwindigkeit. Es kommt darauf an, wie weit die Objekte entfernt sind, die Sie betrachten. Wenn Sie die am weitesten entfernten Objekte betrachten, scheint es tatsächlich so, als würden die sich mit schneller als Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Wobei das nicht heißt, dass diese Objekte sich schneller als mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, sondern dass sich die Raumzeit zwischen diesen Objekten entsprechend ausdehnt. Also wenn der Beginn ein ganz kleiner Punkt war und es breitet sich das Universum aus und Gravitationswellen wie auch elektromagnetische Wellen breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Haben die nicht längst das Universum überholt? Wieso messen wir dann Hintergrundstrahlung? Sehr gut. Okay. Also das. Okay. Also wie diese die Hintergrundstrahlung, also der die Hintergrund oder die Strahlung, die quasi an diesem Punkt ausgesendet wurde vor 13 Milliarden Jahren, ja, die ist heute 13 Milliarden Jahre weg. Die können wir tatsächlich nicht sehen, ja, die ist weg. Aber die Strahlung, die sich an einem anderen Punkt gebildet hat, also quasi und dieser andere Punkt, quasi der ist heute 13 Milliarden Jahre weg von uns, die erreicht uns heute. Also tatsächlich war das Universum nie exakt punktförmig. Man braucht immer. Dann hätten wir tatsächlich das Problem, von dem Sie sprechen. Ne? Aber stellen Sie sich vor, das Universum ist klein, aber doch endlich. Naja, das ist auch nicht ganz richtig. Aber das Teil von dem Universum, das wir sehen, ist endlich. Und die Strahlung, die quasi von hier ausgesendet wurde, versucht quasi uns zu erreichen, aber die Raumzeit dazwischen dehnt sich aus. Und daher dauert es
In diesem Fall jetzt genau 13 Milliarden Jahre, bis dieses Licht hier ankommt. Aber es ist absolut wichtig, wie Sie sagen, dass wir diese Idee haben, dass sich Licht immer wirklich nur mit Lichtgeschwindigkeit bewegen wird. Ne? Weil dadurch haben wir auch quasi diese Idee, dass es einen Horizont gibt, den wir sehen können, einen beobachtbaren Teil von dem Universum. Und dieser beobachtbare Teil des Universums entspricht genau der Teil des Universums, wo das Licht quasi bis zum heutigen Zeitpunkt Zeit hatte, uns zu erreichen. Alles, was dahinter ist, darüber können wir einfach nichts sagen, ne? Weil das, vielleicht ist da was, vielleicht ist da nichts, aber dieses Licht hätte quasi keine Zeit, uns zu erreichen. Für dieses Licht gilt tatsächlich, das Universum hat quasi das Licht überholt, um es in Ihren Worten zu sagen, und deswegen können wir über diesen Bereich einfach nichts sagen. Warte, hier eben, genau, nehmen wir direkt den Herrn zwei Reihen davor und dann gehen wir mal auf die andere Seite. Bitte. Jetzt? Okay, perfekt. Meine Frage ist, wenn sich die Hintergrundscheiben oder die Gravitationswellen nicht verändern auf ihrer Reise durch Raum und Zeit, woher oder wie kann ich dann das Alter dieser Wellen bestimmen? Gibt es da ein ähnliches Phänomen wie die Rotverschiebung beim Licht, oder? Genau. Also es gibt, genau, absolut. Also mit den Gravitationswellen ist es genau wie mit dem Licht, ne? Es gibt die Rotverschiebung. Um nochmal ganz kurz zu wiederholen, wie das mit dem Licht ist, dann gehen wir zu den Gravitationswellen. Also bei dem Licht ist es so, dass ich beobachte, dass heute dieses Hintergrundrauschen mit einer bestimmten Energie, mit einer bestimmten Frequenz, also im Mikrowellenbereich. Und davon allein weiß ich jetzt noch nicht, wie viel die Ausdehnung war. Aber dadurch, dass ich weiß, dass quasi der Prozess, der physikalische Prozess, wo dieses Licht ausgesandet wurde, dass das, was zu tun hat mit quasi der Bindungsenergie von dem Wasserstoff, wenn ich diese beiden Energien vergleiche, dann komme ich quasi auf die Ausdehnung zwischen CMB-Entkopplung und heute. Jetzt, für die Gravitationswellen ist es ganz ähnlich. Da wissen wir weniger über die Quellen. Aber wenn ich ein Modell habe, das mir eine bestimmte Quelle vorhersagt, also ein bestimmtes Modell der Teilchenphysik, das mir sagt, ich produziere Gravitationswellen zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte des Universums, dann kann ich ganz genau so, indem ich die Rotverschiebung ausnutze, genau vorhersagen, bei welcher Frequenz würde ich diese Gravitationswellen heute sehen. Und zum Beispiel dieses Experiment LISA, das ich gezeigt habe, das würde Gravitationswellen sehen, okay, jetzt weiß ich es nicht in Grad Celsius, ne? Aber das würde Gravitationswellen sehen, die entsprechende Energie von ungefähr 100 GeV, das wäre der Zeitpunkt des elektroschwachen Phasenübergangs für die Profis. Das heißt, das ist ziemlich genau die Skala, die wir erreichen können mit dem LHC, also mit dem Teilchenbeschleuniger, den wir in Genf haben. Also sprich, die höchsten Energien, die wir erreichen können auf der Erde, das entspricht ungefähr so weit, wie wir mit diesem LISA-Instrument schauen könnten. Gut. Jetzt vielleicht gehen wir mal auf die rechte Seite, da auch in der Mitte zunächst mal. Da gibt es zwei Meldungen, Wortmeldungen. Bitte schön. Ja, meine Frage bezieht sich nochmal auf die Expansionsrate des Universums. Sie haben ja im Prinzip aufgezeigt, dass es verschiedene Messungen, verschiedene Teleskope gab, die verschiedene Ergebnisse bekommen haben. Jetzt, wenn ich zum Beispiel auf Ihre Folie hinter Ihnen gucke, die Darstellung des Universums ist ja immer in gewisser Weise ein Kreis. Denken Sie nicht, dass es möglich ist, dass das Universum kein Kreis ist, sondern einfach eine andere Form hat und dementsprechend auch an unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Expansionsraten hat, dass man einfach eine andere Stelle angeguckt hat und daher die Ungenauigkeit bekommen? Ja, sehr gute Frage. Es gibt zwei Teile zu der Antwort. Also die eine ist, genau, also tatsächlich, man hat keine Ahnung, was die eigentliche Form von dem Universum ist. Es könnte vielleicht auch ein Donut sein oder sonst was, wir haben keine Ahnung. Aber was dieser Kreis hier immer symbolisiert, den man immer so zeichnet, ohne ihn zu erklären, was dieser Kreis symbolisiert, ist quasi der Teil vom Universum, den wir sehen können. Und das ist der Teil quasi, wo Licht wirklich Zeit hatte, uns zu erreichen in der endlichen Lebensdauer des Universums. Und das ist daher immer ein Kreis. Oder eigentlich ist es kein Kreis, sondern es ist eine Kugel. Ne? Einfach weil quasi aus jeder Richtung, ich muss in jede Richtung quasi die Lebensdauer des Universums in Lichtjahren gehen.
Und das ist quasi das, den Teil vom Universum, den ich sehen kann. Ob dieser Kreis aber am Ende auf einem Donut lebt oder auf einem Quadrat oder auf irgendwas anderem, das wissen wir tatsächlich nicht. Jetzt habe ich gesagt, es gibt einen zweiten Teil von Antwort. Jetzt habe ich es vergessen. Ob es nicht sein könnte, dass man... dass die Ausdehnungsrate unterschiedlich ist. Genau, das ist absolut. Und das ist tatsächlich, also gerade, also mit dem, wenn man das über den kosmischen Mikrowellenhintergrund vermisst, da ist das schwierig, ne? weil da, das ist ja wirklich eine Messung, wo man quasi den kompletten Himmel vermisst. Aber gerade bei dieser anderen Methode, ne? diese andere Methode, die quasi direkt Galaxien vermisst, da war das tatsächlich am Anfang auch ein Verdacht, ja? dass die vielleicht einfach irgendwie in eine Richtung mehr geguckt haben, weil die da vielleicht da einfach ein Teleskop hatten, das konnte irgendwie einen Teil vom Himmel besser auflösen und vielleicht haben die einfach Pech gehabt, ne? Und da war halt irgendwie gerade mehr oder weniger Materie als im Durchschnitt. Aber man hat inzwischen diese Messung auch wirklich quasi in alle Richtungen gemacht und auch sich angeguckt, okay, wenn ich jetzt nicht irgendwie alle Daten, also nicht mehr alle Galaxien auf einmal angucke, die ich habe, sondern wenn ich mir jetzt irgendwie eine Untergruppe anschaue in die Richtung und eine Untergruppe in die andere Richtung und ich mache die Analyse unabhängig auf diesen Daten und auf diesen Daten, kriege ich dann die gleiche Zahl raus? Und die Antwort ist ja. Also sprich, das ist eine absolut berechtigte Frage, aber soweit wir das sehen können aus den aktuellen Daten, gibt es wirklich keine Richtungsabhängigkeit in dieser Messung. Es gibt eine Frage im ersten Rang. Felix? Ja, bitte? Wenn Sie vielleicht kurz die Hand heben, dass wir Sie sehen und dann, ja, wunderbar, in der letzten Reihe. Ich bin ziemlich aufgeregt, gerade hier zu sprechen. Ich hoffe, man versteht mich. Ich habe eine etwas allgemeinere Frage. Ich bin angehende Physik-Frühstudentin. Im Oktober beginne ich im Alter von 15 Jahren und ich würde Sie gerne fragen, ob Sie vielleicht Tipps für mich haben. Ich möchte Physikerin werden und ob Sie vielleicht Tipps haben oder einen Rat, wie ich diesen Traum verwirklichen kann. Wir haben über diesen Vortrag in der Schule gesprochen. Wir haben eine AG, die nennt sich Club der Physiker. Zwei weitere Mädels sind heute da. Ich freue mich, hier zu sein und ich wollte einfach fragen, ob Sie vielleicht irgendwie einen Rat für mich haben. Das ist eine ausgezeichnete Frage. Das ist eine absolut ausgezeichnete Frage. Aber es ist nur wie vorhin hieß, es gibt gute Fragen, aber es gibt dumme Antworten. Ich glaube auch, wenn du da verschiedene Leute fragst, kriegst du verschiedene Antworten. Aber ich würde sagen, was wichtig ist, ist, dass man sich quasi wirklich für das wirklich interessiert, was man da machen muss. Also es gab Leute, die haben mir gesagt, du solltest ja lieber irgendwie das Thema anschauen, das ist jetzt irgendwie ein beliebtes Thema, ja, da ist es vielleicht wahrscheinlicher, dass du einen Job kriegst oder sowas. Aber eigentlich muss man, also ich glaube, also richtig gute Forschung macht man nur, wenn man sich wirklich, wirklich für das Thema interessiert und wenn man wirklich irgendwie die Neugier hat, wirklich die Frage verstehen zu wollen, einfach der Frage willen und nicht wegen dem Ganzen drumherum. Das heißt, mein Rat wäre quasi einfach ein bisschen aufs Bauchgefühl zu hören und das einfach so lange zu machen, wie es Spaß macht und so lange zu machen, wie die Neugier da ist und dann hoffen, dass es klappt. Gut, dann gehen wir mal zu der Frau in der zweiten Reihe. Der linken Seite von uns aus. Okay, hört man mich? Ja. Ich habe mal gehört, es gibt verschiedene Theorien, wohin die Expansion des Universums führt, also dass es entweder einen Big Freeze oder einen Big Bounce etc. enden könnte. Welche halten Sie denn für am wahrscheinlichsten? Genau, das Standardmodell, das wir aktuell haben, sagt quasi, dass wir aktuell in einer Phase sind, wo diese dunkle Energie dominiert. Und diese dunkle Energie, die treibt quasi die Expansion des Universums an. Das heißt, die führt zu einer immer beschleunigteren Expansion. Das heißt, das würde ich jetzt mal sagen, wenn wir quasi das einfachste Modell nehmen, was alle Daten erklärt, mit dem großen Aber, dass wir gar nicht eigentlich verstehen, was diese dunkle Energie ist, dann würde ich sagen, deutet im Moment das meiste darauf hin, dass einfach das Universum einfach weiter expandiert. Was auch heißt, und zwar beschleunigt expandiert, was auch heißt, ist irgendwann in der sehr, sehr, sehr fernen Zukunft, wenn wir wahrscheinlich noch unsere Galaxie haben und vielleicht noch ein paar Nachbargalaxien, aber alles andere quasi wird so weit weg sein, dass wir es gar nicht mehr sehen,
Sogar der kosmische Mikrowellenhintergrund wird so weit wegsehen, dass man ihn gar nicht mehr sieht. Und dann wird es schwierig, ne? Dann wird es schwierig für die Physiker. Dann, solche Experimente lassen sich da nicht wiederholen. Aber da reden wir jetzt von Zeiten in zig Milliarden Jahren. Ne? Aber das heißt, ich würde sagen, das einfachste Modell sagt diese beschleunigte Expansion voraus. Aber wie gesagt, nachdem wir nicht wissen, was diese dunkle Energie ist, wissen wir auch nicht wirklich, wie die sich verhalten wird in der Zukunft. Ja, also wenn die nicht einfach nur konstant ist, sondern wenn die vielleicht auch irgendwann wieder kleiner werden kann, weil da vielleicht einfach irgendeine Physik dahinter steckt, die wir nicht wissen, dann ist wieder alles möglich. Direkt noch eine Frage in der fünften Reihe, der Herr. Ich hätte eine Frage zu Ihrer vorletzten Folie, und zwar zu diesen Quantenfluktuationen. Ich vermute, das sind Fluktuationen im Quark-Gluon-Plasma. Ich habe mich gefragt, kann man sich das denn vorstellen, weil es war ja dann die Zeit, wo es eben so warm war, dass eben sogar die Gluonen, das sind ja starke Wechselwirkungen, ist ja die stärkste Wechselwirkung, dass sich mehr zusammenhalten können. Wie kann es denn sein, dass man trotzdem gravitative Auswirkungen hat? Oder war das einfach so großskalig, dass man das... dass das deswegen nicht mehr zu fassen ist. Ja, also das ist tatsächlich nicht das Quark-Gluon-Plasma, sondern das sind noch frühere Energien, also wo ich wirklich komplett, also wirklich alles komplett Ursuppe ist. Aber während dieser Phase, okay, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Also diese kosmische Expansion, ja, die ich so ein bisschen immer übersprungen habe, das ist eine Phase von so einer sehr stark beschleunigten Ausdehnung des Universums. Das ist so ein bisschen ähnlich wie die Expansion, die wir heute sehen, die ja auch eine beschleunigte Expansion ist, aber einfach noch viel, viel, viel stärker. Und da ist die Idee, das ist quasi, was hier so ein bisschen eingezeichnet ist, diese ganz, ganz starke Ausdehnung, ganz, ganz am Anfang. Das heißt, ja, da lag alle Materie in ihren Elementarbausteinen vor, aber war gar nicht so wichtig. Die wichtigste Kraft war wirklich wirklich Gravitation selber, also einfach diese Ausdehnung der Raumzeit. Und das heißt, diese Fluktuationen, über die man da spricht, sind tatsächlich Fluktuationen der Raumzeit. Also Quantenfluktuationen der Raumzeit. Und diese Quantenfluktuationen sind normalerweise klein, würde man sich fragen, warum in alles in der Welt würde man die heute noch irgendwie sehen können. Aber quasi diese Beschleunigung, diese Expansion hat quasi die Quantenfluktuationen von dieser ganz frühen Zeit quasi auseinandergerissen und quasi in die Länge gezogen, vergrößert. Und deswegen können wir hoffen, die heute noch zu sehen. So, jetzt gehen wir nochmal auf die rechte Seite. Sechste Reihe, glaube ich, der Herr. Genau. Bitte nehmen Sie die Maske ruhig ab zum Fragen. Einfach. Nochmal eine Frage zur Expansion ganz allgemein. So naiv hat man ja ein bisschen das Bild, dass sich das Universum in irgendetwas hinein ausdehnt. Ist das naiv und falsch? Wenn es nicht naiv ist, wo hinein dehnt es sich denn dann aus? Ja, sehr gute Frage. Die Antwort ist, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht und was noch viel schlimmer ist, wir werden es nicht wissen. Und zwar scheitert es nicht daran, irgendwie bessere Instrumente zu bauen oder bessere Theorien zu entwickeln, sondern das Problem ist, dass wir wirklich, seit das eben das Universum endlich ist, diese 13 Milliarden Jahre alt, und wir quasi damit einfach nur in einem Horizont von 13 Milliarden Lichtjahren gucken können wir nicht sehen, was dahinter ist. Ja? Vielleicht geht es einfach dann noch ewig so weiter, oder vielleicht kommt tatsächlich irgendwo so ein Rand und danach kommt was anderes. Aber wir können einfach fundamental nicht dahin gucken. Einfach weil das Universum nicht alt genug ist, also innerhalb von dem, was wir sehen können wir sagen, okay, das sieht irgendwie alles gleich aus, in alle Richtungen ist es gleich, zu allen Entfernungen ist es gleich, sieht aus wie einfach so eine sehr homogenes Universum, auch auf sehr großen Skalen. Aber kann sein, dass quasi direkt hinter dem Horizont, genau da, wo wir nichts nicht sehen können, vielleicht ist da alles anders. Aber das Frustrierende ist, dass wir das mit Physik nicht beantworten werden. Udo Lindenberg, was Es gibt eine Frage in der ersten Reihe im Rang oder direkt zwei mit Wortmeldung. Genau. Felix, kannst du bitte kurz das Mikrofon? Ah ja, du, okay, bitte. Felix sitzt schon neben uns, genau. Also erstmal danke für den Vortrag. Und ja, die Frage bezieht sich auch quasi auf die Expansion oder
ferner auch die Gravitationswellen, nämlich einmal, ob, also was ist da genau von Interesse? Die Expansion durch den Raum, dass man quasi die räumliche Eingrenzung machen kann oder dass man den Zeitpunkt genau feststellen kann, die Geburt des Universums? Das ist der erste Teil der Frage. Beides und noch mehr, würde ich sagen. Also man, die erste Frage, die man beantworten möchte damit, ist, man möchte was verstehen über die möglichen Quellen von diesen Gravitationswellen. Ja, weil wir haben verschiedene Modelle für diese ganz Frühphase von dem Universum und manche davon sagen fast keine Gravitationswellen voraus, andere sagen starke Gravitationswellen voraus und alle sagen verschiedene Eigenschaften von diesen Gravitationswellen voraus. Das heißt, wenn wir das messen können heutzutage, können wir quasi diese verschiedenen Vorstellungen, die wir haben von dieser ganz Frühphase vom Universum, voneinander unterscheiden. Ja, das ist quasi die erste Sache, die man damit beantworten möchte. Die andere Sache, die man damit beantworten möchte, und das ist ganz ähnlich wie mit dem kosmischen Mikrowellenhintergrund. Ja, mit dem kosmischen Mikrowellenhintergrund konnten wir was sagen über die Gesamtexpansion. Und das könnte man mit den Gravitationswellen auch wieder machen, aber halt noch zu früheren Zeiten, wo wir nicht hinkommen mit dem Licht. Das Problem daran ist, dass diese beiden Fragen immer miteinander gekoppelt sind. Ja, weil wir quasi, das sind zwei Unbekannte und wenn wir quasi nur eine Observable haben, nur eine Beobachtung haben, dann wird es immer verschiedene Möglichkeiten geben, das zu erklären. Aber quasi je mehr Beobachtungen wir machen, desto mehr Fragen können wir am Ende auch beantworten. Okay. Und wenn man das dann misst, dann ist wahrscheinlich auch irgendwie berücksichtigt, dass, oder ist es denn so, dass die Zeit damals vermutlich, ich schätze, viel schneller verging als heute, oder? Also, weil durch die Masse, die dann ja in der Zeit entstanden ist oder im Universum jetzt existiert, die Gravitation ja auch entsteht quasi und dann die Zeit dadurch langsamer vergeht. Das heißt, dass sie früher eigentlich schneller verging, oder? Das denke ich falsch. Das ist wichtig, ich meine, das sind dann so Effekte der allgemeinen Relativitätstheorie, ne? Und ich würde sagen, das ist wichtig, das spielt eine Rolle, wenn man sich zum Beispiel anguckt, diese Verschmelzung von so schwarzen Löchern, weil da hat man wirklich, hat man lokal eine sehr, sehr große Masse, wo man dann sehr nah dran ist und wenn die Gravitationswelle quasi aus diesem, versucht von diesem schwarzen Loch wegzukommen, ne, da gibt es tatsächlich diese Effekte. Wenn ich jetzt ins frühe Universum gehe, ist es ein bisschen anders, weil die Dichte da einfach überall groß ist, sodass quasi die Kräfte, die auf so eine Gravitationswelle wirken, die heben sich so ein bisschen weg. Ja, das heißt, da ist dieser Effekt nicht so wichtig. Genau, nämlich wie genau sind eigentlich diese Schätzungen mit der dunklen Energie etc.? Also das ist ja jetzt ein Modell, aber ist man sich da ziemlich sicher an den Prozentzahlen? Das war es dann auch von mir. Ja, absolut. Und da würde ich sagen, da hat sich wirklich viel getan in den letzten 20 Jahren oder so. Ne? Also als man die ersten Messungen hatte mit WMAP, vor 20 Jahren, da war das wirklich noch, da wusste man, okay, das ist irgendwie 70%, ne, plus, minus, weiß nicht, 5-10% oder so. Aber jetzt ist es wirklich sehr, sehr genau. Und gerade diese Genauigkeit wird uns jetzt so ein bisschen zum Verhängnis in dem Beispiel von dieser Hubble-Ausdehnung, wo wirklich die Genauigkeit einfach so gut ist, dass wir jetzt Messungen haben, die auf den ersten Blick sahen, die so aus, als würden die übereinstimmen. Und jetzt haben wir das einfach so genau gemessen, dass da wirklich, wir sehen einfach, okay, das passt eigentlich nicht, irgendwas ist ja noch nicht ganz richtig. Das heißt, diese Prozentzahlen, die ich angegeben habe, das ist wirklich, klar, da gibt es dann auch plus minus irgendwie einen Fehlerbalken. Aber der ist wirklich klein jetzt. Okay, jetzt gibt es eine Wortmeldung in der letzten Reihe. Sie meldet sich die ganze Zeit schon. Entschuldigung. Sagen Sie nochmal, wo melden Sie sich? Ich glaube hier. Okay, dann gehen wir als nächstes dahin. Nicht ganz einfach hier gegen das Licht immer zu sehen. Aber Sie hatten sich auch schon sehr lange gemeldet. Bitte. Ja, es mag jetzt eine doofe Frage sein, aber ich wollte nur fragen mit den Quantenfluktuationen, was man genau darunter versteht in dem Fall. Also
Genau. Genau, also ja, okay. Okay, also wenn wir einfach sagen, also wir wissen quasi, die Welt ist eigentlich beschrieben nicht durch klassische Physik, sondern eigentlich durch quantenmechanische Physik. Das heißt, dass wenn ich ein Vakuum hätte, wirklich nichts, also kein einziges Teilchen, klassisch gesehen, einfach nur eine Kiste und drin ist nichts, dann ist es quantenmechanisch, ist es nie ganz nichts. Es gibt quasi immer spontane Erzeugung von Teilchen und wieder Vernichtung von Teilchen. Auf ganz, ganz kurzen Zahlen, das heißt, dieses Teilchen lebt nur für eine kurze Zeit, ist nur quasi in einem kleinen Teil von diesem Kasten, aber es gibt quasi diese spontane Entstehung und Vernichtung von Teilchen ständig, immer und überall. Nur normalerweise ist uns das egal. Und hier quasi bei diesen Quantenfluktuationen ging es um die Quantenfluktuationen während dieser ganz frühen kosmischen Inflationsphase. Und da waren es quasi Quantenfluktuationen quasi von allen Feldern, von allen Teilchen, die es zu dem Zeitpunkt gab, aber auch wirklich von der Raumzeit selber. Also quasi die Vorstellung hier ist, dass auch Gravitation fundamental quantisiert ist, auch wenn wir keine gute Theorie haben, um das komplett zu beschreiben. Und dass quasi auch die Raumzeit selber quasi kleine Fluktuationen hat, kleine Quantenfluktuationen. Und diese kleinen Quantenfluktuationen werden dann quasi im expandierenden Universum auseinandergerissen. Und das führt dann zu diesen Gravitationswellen, die wir versuchen heute zu sehen. So, jetzt melden Sie sich bitte nochmal hier vorne, genau. Dann nehmen wir direkt die beiden Meldungen der Herren. Erst, ich weiß nicht, Claudia, vielleicht kannst du, da ist ja der freie Gang. Wunderbar. So. Ich glaube, es geht. Ich glaube, wir sind genau. Ja, wenn ich mich richtig erinnere, lässt sich Licht und ähnliche Strahlung durch große Masse irgendwie ableiten. Könnte es dann nicht sein, dass wenn wir in irgendeine Richtung gucken und von dort halt irgendeine Strahlung ankommt, dass die irgendwo in die Richtung, die wir gucken, von einem schwarzen Loch ähnliche große Masse abgeleitet wurde. Und das heißt, dass das dieses Licht, das aus der Entfernung kommt, nicht aus einer Gerade gekommen ist, sondern in einer Kurve und dadurch eine viel größere Strecke zurückgelegt hat. Ja, das könnte nicht nur so sein, sondern das ist tatsächlich so. Und um wirklich diese Präzisionsphysik zu machen, das heißt, um wirklich diese Parameter wirklich genau festzulegen, muss man diesen Effekt mit berücksichtigen. Also man muss quasi mit berücksichtigen, quasi man muss quasi mit simulieren, quasi die komplette Verteilung von Materie zwischen der CMB-Entkopplung und heute. Und tatsächlich wird das eben alles so ein bisschen, in der Regel ist es nicht so, dass es dann irgendwie aus einer ganz anderen Richtung kommt, ne, sondern es sind immer so kleine Abweichungen. Aber man kann quasi wirklich gucken, dass man das konsistent macht und dass man quasi aus dem Bild, das man da abliest, quasi sowohl die sechs Parameter, die ich da hatte, sind quasi die sechs, sag ich mal, fundamentalen Parameter. Ne? Aber man kann quasi sowohl, also wenn man das vorsichtig macht, ne, und braucht man Modelle und braucht viel Rechenpower, aber man kann quasi aus diesem CMB-Bild sowohl quasi diese Anfangsfluktuation ablesen zu dem Zeitpunkt, als auch quasi einen Eindruck kriegen, wie viel Materie muss quasi zwischen uns und diesem Schnappschuss liegen, damit das irgendwie alles in sich konsistent ist. Das muss man tatsächlich mit berücksichtigen, absolut. Danke. Jetzt gab es, glaube ich, zwei Reihen vorher nochmal direkt eine Meldung. Springen wir da hin. Ja. Das ist jetzt die sechste Reihe. Wir haben uns ja an die Quantenfluktuationen ganz gut gewöhnt. Irgendwie entstehen Teilchen und vergehen wieder. Die Fluktuationen der Raumzeit. Es entsteht Raum und Zeit. Sehr gut.
In gewisser Weise ja. Also wie, es gibt, habe ich da vielleicht so ein Bild? Hier ist es so ein bisschen versucht grafisch darzustellen. Also was man hier so sieht, ist ein bisschen abgeschnitten, aber hier sieht man so diese wellenartige Bewegung im Hintergrund. Ja, also dieses Gitter, dieses quadratische Gitter soll quasi darstellen, dass man irgendwie einfach eine flache Metrik hat. Quasi einmal, dass man da einmal quasi so ein Lineal draufgelegt hat. Und wenn jetzt hier oben zum Beispiel irgendwie so eine Kollision von schwarzen Löchern stattfindet, dann kann man sich das wirklich so vorstellen wie Wellen auf dem Teich. Also es hinkt ein bisschen, aber so ein bisschen. Und quasi diese Wellen, diese Gravitationswellen breiten sich aus und die führen dazu, dass quasi dieses Netz aus Quadraten, dass es immer so gedehnt und gestaucht wird. Und das ist sogar nur klassisch. Ja? Das ist quasi nur eine klassische Gravitationswelle. Aber wenn Gravitation wirklich quantisiert ist, würden wir quasi auf sehr kleinen, also einfach einen ähnlichen Effekt, auch wirklich auf sehr, sehr kleinen Skalen erwarten. Ja, es ist komisch. man muss sich dran. Deswegen habe ich auch gesagt, kosmische Inflation wäre nochmal ein Vortrag für sich. So, dann gibt es, ich hoffe, ich übersehe nichts in der Mitte hier. Es gibt wieder eine Meldung in der letzten Reihe auf der rechten Seite. Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Antwort auf die erste Frage, die gestellt wurde, wo Sie angedeutet haben, dass die Raumzeit schneller oder die Ausdehnung schneller sein kann als das Licht. Was bedeutet das denn für die Hintergrundstrahlung? Ist die dann, also dann ist sie weg, aber in dem Moment gibt es da irgendeine Art von Theorie, die das dann beschreiben kann, weil das sprengt wirklich meine Vorstellungskraft. Also Sie beziehen sich darauf, dass ich vorhin gesagt habe, wenn das Physiker irgendwie in zig Milliarden Jahren irgendwann die kosmische Hintergrundstrahlung nicht mehr sehen würden, ne? Da habe ich richtig verstanden, oder? Dass das, ja. Ich dachte, ob das am Rand des Universums wir sehen können, dass da teilweise schon angenommen wird, dass die Raumzeit sich schneller ausdehnt als das Licht. Zumindest klang das aus Ihrer Antwort so ein bisschen raus. Ja, die Raumzeit dehnt sich aus. Das ist an sich, ist diese Ausdehnung nicht schneller als das Licht. Das ist einfach, die dehnt sich aus. Aber wenn sich irgendetwas quasi gleichmäßig ausdehnt, ja, dann wären quasi zwei Punkte, die relativ nah beieinander sind, die bewegen sich dann mit einer bestimmten Geschwindigkeit auseinander. Aber wenn sich quasi die komplette Raumzeit gleichmäßig ausdehnt, bedeutet das für zwei Punkte, die weit entfernt sind, dass sie sich schneller voneinander wegbewegen, scheinbar. Und was ich jetzt meinte, dass man irgendwann sogar den kosmischen Mikrowellenhintergrund nicht mehr sehen wird, ist, dass es quasi immer diesen Wettbewerb gibt, dass einerseits quasi Licht wird emittiert und versucht zu uns zu kommen und kann das aber nur mit einer endlichen Geschwindigkeit, nur mit der Lichtgeschwindigkeit. Aber gleichzeitig quasi gibt es die Expansion vom Universum, das alles wegdrückt. Und jetzt ist die Frage quasi für die Strukturen, die quasi am Rand des beobachtbaren Universums sind. Das heißt nicht, dass die am Rand von irgendwas Physikalischem sind. Wahrscheinlich sieht, wenn ich da leben würde, würde das Universum genauso aussehen. Die würden auch quasi eine Kugel sehen. Und die könnten auch quasi genau die gleiche Distanz in alle Richtungen gucken. Also von jedem Punkt aus sieht es aus, von jedem Punkt aus ist das beobachtbare Universum eine Kugel mit einem Radius von 13 Milliarden Lichtjahren. Und wenn das Universum sich jetzt immer stärker ausdehnt, dann gewinnt irgendwann dieser Effekt von der Ausdehnung über quasi der Laufzeit, die das Licht hat, um zu uns zu kommen. Ja, das heißt, wenn ich länger warte, hat natürlich das Licht einerseits mehr Zeit, zu uns zu kommen, aber gleichzeitig hat das Universum auch mehr Zeit gehabt, zu expandieren. Und wenn diese Expansion gewinnt, dann heißt es, dass irgendwann alle Strukturen, die nicht irgendwie gravitativ stark aneinander gekoppelt sind, dass sie einfach irgendwann alle außerhalb von dem Bereich sind, den wir sehen können. Und das wird dann irgendwann tatsächlich auch den kosmischen Mikrowellenhintergrund betreffen, wenn die Expansion so weitergeht, wie wir das heute beobachten. Das klingt sehr deprimierend, ist aber in sehr, sehr ferner Zukunft. Das ist in sehr, sehr ferner Zukunft. Nicht, ich hoffe auch, dass die Zivilisationen dann andere Probleme haben. Ne? So, wir hatten jetzt eine ganz breite Diskussion. Ich schaue mal, ob es noch ganz dringende Fragen gibt. Sie können ja sonst auch sehr gerne noch nach vorne kommen.
am Ende der Veranstaltung und noch weitere Fragen stellen. Ich würde an der Stelle sehr gerne mich nochmal ganz herzlich bedanken, Valerie, nicht nur für den tollen Vortrag, auch für die ganz ausführliche und souveräne Beantwortung der vielen, vielen Fragen und der sehr guten Fragen. Ganz kurz noch den nächsten Vortrag ankündigen. Normalerweise würden wir jetzt in Sommerpause gehen und im Herbst wiederkommen. Wir waren aber so lange in Pause, dass wir das dieses Jahr anders machen. Und der Anlass ist tatsächlich der 10-jährige Geburtstag oder das 10-jährige Jubiläum der Entdeckung des Higgs-Teilchens. Das war übrigens der allererste Vortrag bei Physik im Theater, ging genau über dieses Thema und war dementsprechend auch genau vor 10 Jahren. Jetzt gibt es deutschlandweit, der Geburtstag ist sozusagen der 4. Juli, liegt also mitten im Hochsommer. Und anlässlich dieses Ereignisses gibt es in ganz Deutschland öffentliche Veranstaltungen zu diesem Thema und wir wollten uns auch an dieser Aktion beteiligen. Wir werden aber rein feiern sozusagen. Wir haben am 3. Juli, am Sonntag, dem 3. Juli im Großen Haus, einen Vortrag zum Thema vom Higgs-Teilchen zu einer neuen Physik. Referent wird sein Karl Jacobs, ist ein sehr, sehr prominenter Experimentalphysiker am CERN, der an diesen großen Experimenten beteiligt ist, früherer Mainzer auch, war lange Professor hier an der Universität. Also ausnahmsweise dieses Jahr nur aus diesem speziellen Anlass einen ganz speziellen Vortrag im Großen Haus, wie gesagt, am 3. Juli. Sie können, wenn Sie rausgehen, oder vielleicht haben Sie es schon gesehen beim Reingehen, es gibt kleine Flyer an den Ausgängen, wo Sie auch nochmal ein bisschen inhaltlich Informationen zu diesem Vortrag finden können. Damit möchte ich es bewenden lassen für heute Abend. Sie waren ein tolles Publikum, sind auch zahlreich geblieben bis zum Ende der Veranstaltung. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und wir hoffen, dass wir Sie alle wiedersehen im Sommer oder dann natürlich auch im Herbst zu unseren weiteren Vorträgen. Herzlichen Abend und kommen Sie gut nach Hause. Applaus